Bonbars Landschaft haben etwa 200 bis 300 vorwiegend Jugendliche an dem sogenannten Harassenlauf teilgenommen. Die Baselbieter Polizei hatte im Vorfeld des Laufs ein temporäres Alkoholverbot entlang der Strecke verhängt. Die Polizei verfolgte den Zug der Bierläufer auf ihrer Ausweichroute durch Quartierstraßen und verteilte Handzettel, auf denen auf das Verbot hingewiesen wurde. Für den Einsatz hatten die Behörden gar Unterstützung aus der Luft angefordert.